Auszug angesetzt. Ich habe dazu Verpackungsmaterial bestellt. Ich hoffe, dass das das ist. Und dazu habe ich hier eine angeritzte Rechnung. Tropfflaschen 50 ml DIN 18 Braunglas und Schraubverschluss mit Tropfeinsatz. So. Tada. Also hier sind schon mal jede Menge Schraubverschlüsse mit Tropfeinsatz. Die sehen auch so aus, wie die eigentlich aussehen müssen. Und dann habe ich hier meine Braunglasflaschen. Kann ich mal zeigen. 50 ml. Sehr schön. So. Jetzt muss ich mal gucken. Eimer, damit es nicht runterfällt. So viel Geld habe ich nicht. Und das sind die 30 Stück, die ich bestellt habe. Sehr schön. So. Das ist schon ein bisschen was. Hier und da ist das Mittel bei uns. So. Und dann habe ich eine zweite Kiste mit Glas. Verpackungsschlüsseln finde ich persönlich ja nicht so toll und dann habe ich gekauft. Ja, Bohrglasflaschen. Mit Schraubgewinde. Die sind zur Vorschrift. Vollständig geliefert worden. Und dann habe ich hier noch kleine. Da kann man Strom drauf ziehen und den Leuten zeigen, wenn man das verkaufen will. Das andere ist hier Braunglas. Da können die sehen, was drin ist. Darf ich auch so nicht abgeben. Die werden zum Beispiel für Dopingproben benutzt. Hier ist so ein Sprengring. Wenn muss ich den abnehmen und kann das dann verschrauben. Muss man aufpassen, dass man es nicht zu fest zuschraubt. Sonst darf ich ihn nicht aus der Hand geben. Bei einer Dopingprobe wird der Sprengring reingeschmissen als Zeichen, dass es kein Lebensmittel. Oder Medikament, sondern eine Probe. Zwei.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also habe ich das so gesehen. Konnte ich mir leisten. So. Ja, das war's schon.